mich auch verdient. Weißt du, du solltest den Job im Restaurant aufgeben und dich hier niederlassen. Ja, wenn du dafür deinen Polizeidienst aufgibst. Und wenn ich dann von der Arbeit nach Hause komme, ist das Bett sicher schon aufgewärmt. Das wär's doch. Ist das dein Ernst? Du verwechselst einiges. Du wärmst das Bett auf und ich werde die Straßen von Santa Barbara bewachen. Ah, super, Cruz. Ein Mann braucht seine Arbeit. Genauso wie eine Frau. Wann siehst du das endlich ein? Du redest zu viel. Du hast den Pieper mit ins Bett genommen? Beruhige dich bitte. Das ist schlimmer als eine andere Frau. Ich glaube es nicht. Wo ist der? Wo ist das blöde kleine Ding? Jetzt mach keine Witze über meinen Pieper, ja? Das ist der Computer. Oh, bitte nicht. Ignoriere ihn. Das geht nicht. Ich habe die Informationen angefordert. Du hast mehr Interesse an deinem Computer als an mir. Das werde ich dir niemals verzeihen. Niemals. Niemals? Nein. 5 Sekunden. 1, 2... 3. So. Also, verzeihst mir also nicht. Besser. Sie werden wir noch sehen. Nein, das erlaube ich nicht. Sophia, Geliebte, das ist unser Lied. Einen Tanz. Mehr will ich nicht. Nein. Nicht einen Tanz. Jeden Tanz. Alle Tänze. Für den Rest meines Lebens. Sophia, du bist so, so blond und so wunderschön. Ich habe dich vermisst. Ich werde dich nie wieder gehen lassen. Nichts wird uns trennen. Für alle Zeit. Für immer. Für immer. Schon. Hände weg! Hände weg! Na los! Das würde sie mir nicht antun. Oder etwa doch? Möglich wär's. Oh, sieh mich an. Ich bin nur noch ein Wrack. Ist doch lächerlich. Du siehst gut aus, wie immer. Oh, Schatz, nein, ich sehe aus, wie ich mich fühle, als hätte ich eine Woche nicht geschlafen. Ich verstehe das nicht. Ich gehe früh ins Bett und schlafe lange und fühle mich, als hätte ich doch nicht geschlafen. Na ja, das erzählst du doch immer, hm? Ein bisschen Make-up, dann wirst du schon sehen. Nein, diesmal nicht. Da hilft nur noch ein Schönheitschirurg. Dass ich nicht schlafen kann, liegt an deinem Vater. Ich habe so furchtbare Träume. Er bringt mich Stück für Stück um.
Wie könnte er? Er wohnt doch gar nicht mehr hier. Genau das meine ich. Er ist nicht hier. Besonders dann nicht, wenn ich ihn mal brauche. Mom, du hast ihn doch rausgeschmissen. Er wollte nicht gehen. Er wäre geblieben. Er bezahlt mir für all diese furchtbaren Träume. Ich weiß, es ist wahr. Er trifft sich noch mit Sophia. Heimlich. Über unseren Freund Dr. Armanti. Was genau? Was steht da drin? International bekannter Verbrecher von Interpol gesucht? Ein berüchtigter Kriegsverbrecher. Das wäre gut. Dann hätte ich einen Grund, ihn zu verdächtigen. Das ist interessant. Lass mal sehen. Ich bin noch nicht ganz durch. Lies schon. Ich bin doch kein Hellseher. Was glaubst du? Okay. Seine persönliche Vergangenheit. Er wurde schon als Kind ein Waiser. Das ist doch nicht kriminell. Darf ich weiterlesen? Aber natürlich. Bitte. Geburt in den Niederlanden. Eltern umgebracht von den Nazis. Und zwar im besetzten Holland. Also ein Waisenkind. Hm. Sein Name war Hans. Aha, also Hans. Er wurde in ein Arbeitslager nach Deutschland gebracht und blieb dort bis zum Ende des Krieges. Nicht der Buren, sondern der Zweite Weltkrieg. Ja, das dachte ich auch schon. Und wann wurde aus Hans Marcello? Er wurde von der Familie Armanti adoptiert und die erkannten seine überragende Intelligenz. Vor 16 Jahren kam er in die Vereinigten Staaten, in die Nähe von New York. Hör dir das an, er flog direkt weiter von New York nach L.A. Und dann gleich weiter, rate wohin. Santa Barbara? Vor 16 Jahren. Interessant. Das bedeutet doch was. Ich würde sagen, ein merkwürdiger Zufall, findest du nicht? Besonders denke ich da an sein Interesse für meinen Vater. Die Sache gefällt mir nicht. Allerdings, wenn ich als Polizist spreche, muss ich sagen, es beweist gar nichts. Zumindest nichts, was eine Untersuchung notwendig macht. Und wenn ich hier als Tochter rede, würde ich sagen, er wird immer verdächtiger. Und das weißt du. Sophia, ich erzwinge den Zusammenschluss von Capul Enterprises und Armanti Industries. Du weißt doch, ich bin dagegen und sie ist genauso dagegen. Da vergisst du aber Eden. Ich weiß jetzt schon, sie ist dafür. Warum? Weil sie diesen Zusammenschluss richtig einschätzt. Eine seltene Gelegenheit für die Capwells. Marcello, ich möchte, dass du diesen Plan endgültig aufgibst. Es stört doch nur das Verhältnis zu meiner Familie, wenn du jetzt dumme Geschäfte erledigst. Du weißt doch auch, Sissi ist Geschäftsmann. Ich denke, er wird das verstehen. Bitte. Bitte warte, bis ich alles geklärt habe mit meiner Familie. Das ist für mich doch im Moment das Allerwichtigste. Sophia, der Zeitpunkt ist jetzt. Er wird nie wieder günstiger sein als in diesem Augenblick. Wieso günstig? Wieso sollte er wohl günstig sein? Was könnte wichtiger sein als die Heilung der Wunden? Nein, nein, ich will nicht warten. Sissi ist sehr verärgert über dich. Er vertraut dir nicht mehr und er weiß, dass sein Geschäft nichts mit Beziehungen zu tun hat. Es wäre kein Versuch wert, euch wieder zusammenzubringen. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich bin überhaupt nicht in der Lage, dir zu folgen. Ist das denn deine Hilfe? Sophia, es gibt Dinge, die du einfach nicht verstehst. Darüber weißt du eben nicht Bescheid. Und die wären? Geschäfte. Oh, bitte. Ich rede erst mal mit Eden. Sie hat Schwung und Ehrgeiz. Und sie ist mein Kontakt zu Sissi. Und ich werde diese Möglichkeiten zu nutzen wissen. Doch, ich kann nicht verstehen, wieso du darauf beharrst. Bist du ehrgeizig oder wieso sonst? Das ist meine einzige Möglichkeit. Wie meinst du das? Die Möglichkeit für was? Du sagst es irgendwie, als ging es hier um Rache. Nein, Sophia. Nur ein Geschäft. Sonst nichts. Ich habe meine Tasche vergessen. Sieh mal, im Bett nach der warst du wohl zuerst. Ja, du hast mich dahin getragen. Kein Abschiedskuss. Darf ich an Bord kommen?
Sie sind schon an Bord. Hey. Vielleicht sehe ich später noch mal rein. Keine schlechte Idee. Nein, nein, kommen Sie ruhig rein. Sie stören nicht. Tja, immer wenn der Dienst ruft, verfliegt all seine Leidenschaft. Wir können das Spiel heute Nachmittag fortsetzen, was? Das klingt ja ganz toll. Das beste Angebot des Morgens. Sieh dich an. Passen Sie auf, er ist ein ganz wilder Mann. Was ist denn los? Ich schätze, ich bin zur falschen Zeit gekommen. Nein, nein, sie wollte gerade gehen. Tut mir leid, Gillis. Wie sieht's aus? Haben Sie Glück gehabt? Naja, ich habe mit allen möglichen Leuten gesprochen. Niemand hat irgendetwas Außergewöhnliches gesehen. Wir reden über den Tag des Geständnisses, das sogenannte Geständnis. Ja, er war ganz allein und keine Zeugen. Da hätte alles passieren können. Was ist mit dem Ginas Unfall? Der bringt uns nicht weiter. Kein einziger Zeuge bestätigt Judsons Aussage. Abgesehen von Judson natürlich. Er ist davon überzeugt, dass sie ihn überfahren wollte. Naja, vielleicht lügt er. Schon möglich. Ich werde darüber nachdenken. So, Gillis, wie geht's Warren? Ich weiß nicht. Ganz gut, schätze ich. Er will mit mir reden. Klingt etwas vage. Ja, so ist er. Naja, vielleicht bleibt er ja Freunde. Ja. Ist nicht leicht, sich mit Freundschaft zu begnügen. Ich sollte nicht daran denken, ich weiß. Ich kriege das schon hin. Klingt nicht sehr überzeugend. Das soll es auch gar nicht. Wissen Sie, Gillis, vielleicht gibt's eine Überraschung. Wie meinen Sie das? Vielleicht arbeitet die Zeit für Sie. Sie meinen... Allgemein. Wäre möglich. Kopf hoch. Aber ja. Ja, genau die habe ich gewollt. Danke. Ja, diese Gina die Mutsache. Wollen Sie mich einweihen oder dann könnte ich schon mal drauf losschreiben? Nein, nein, noch nicht. Aber ich habe eine viel bessere Idee. Wieso sehen Sie sich die Sache nicht schon mal an, okay? Alles klar. Vielen Dank. Warren, kann ich mit dir sprechen? Mutter, ich bin sehr beschäftigt. Es geht um deinen Vater. So? Hat er denn sehr viel zu tun zurzeit? Nicht mehr als gewöhnlich. Weißt du, ob er sich mit irgendjemandem häufiger trifft? Wenn du damit Sophia meinst, dann lautet die Antwort nein. Bist du dir absolut sicher? Wenn es dich tröstet, Mutter, sie hat in seinem Leben keinen Platz mehr. Ja, naja, du hast also nichts davon mitbekommen. Das ist die Wahrheit. Ich schwöre es. Und noch etwas. Ich gebe dir den guten Rat, die Yacht nicht so leichtfertig zu verkaufen. Ja, wirklich? Wieso nicht? Es ist meine Yacht und damit kann ich tun, was ich will. Übereile nichts. Denke lieber noch mal darüber nach. Sonst hast du wieder neue Probleme. Und außerdem liebe ich diese Yacht und ich fände es gut, wenn sie in der Familie bleibt. Ich habe sogar schon daran gedacht, selber auf ihr zu wohnen. Tatsächlich? Vielleicht höre ich auf dich und überlege es mir doch noch. Du meinst, wenn ich Dad für dich überwache? Du glaubst, ich würde so etwas von dir verlangen? Oh ja, das glaube ich. Du hast doch nichts anderes im Sinn, als Dads Bekanntschaften und sein Leben zu überwachen. Oh, das ist ein interessanter Gedanke. Tu doch nicht so, als wäre das ein neuer Gedanke, Mama. Soll ich dir mal was sagen? Ich wünschte, das wäre so leicht. Niemand kann Lionel kontrollieren. Aber ich werde dir jetzt mal was verraten. Was auch immer passieren sollte, ich werde meinen Lebensstil niemals ändern. Mom, verlange nicht von mir Partei zu ergreifen. Wieso nicht? Du kannst dich doch für die sinnvollere Seite entscheiden. Wie recht du hast. Es gibt nur eine richtige Seite. Die meines Vaters. Das ist schrecklich. Wieso sagst du sowas? Ich bin deine Mutter. Ja, und ich bin beschäftigt. Wenn du mich bitte entschuldigen würdest. Wie geht's Ihnen? Ich denke, wir sollten uns unterhalten. Ja, gut. Wollen wir hier reden oder... Warren, willst du mich denn nicht dieser Person vorstellen? Ja, Mutter. Darf ich vorstellen? Officer Gillis. Maggie, das ist meine Mutter. Guten Tag. Officer? Eine Polizistin? Wie nett. Komm schon, Mason, ich will nicht, dass Dad weiß, dass du in meinem Zimmer geschlafen hast, während ich bei Cruz war. Naja, er hat nicht gezögert, mich zu bitten, Brandon zu beschützen. Doch der Himmel verbietet, dass ich über meinen Schatten springe und hier übernachte. Er war verärgert. Und wenn er aus dem Krankenhaus kommt, wird er alles an dir auslassen. Da wir schon von deinem Retter sprechen, was macht er denn in letzter Zeit? Ich weiß nicht, was du meinst. Na, hat er denn nicht mit dir gesprochen? Worüber denn? Über seine Untersuchung. Er untersucht doch den Mord an Channing. Nein, tut er nicht. Die Sache ist erledigt. Cruz untersucht gar nichts. Da wäre ich mir nicht so sicher.
Glaub mir, Mason, so etwas würde er mir sagen. Oh, Eden, wieso bist du nur so naiv? Genau wie die Sache mit Brandon. Du glaubst immer noch nicht, dass Dad ihn als Nachfolger für die Capwell-Dynastie vorsieht. Nein, das glaube ich wirklich nicht. Das ist doch lächerlich, denn Daddy wird Gina nicht heiraten. Brandon ist damit draußen. Ich fürchte, dass du dich da täuschen könntest. Es geht hier weniger um Gina. Er will nur die Kontrolle über Brandon. Und das ungeborene Kind? Denk mal nach. Er will als Ersatz für seinen verlorenen Sohn und die zwei Söhne, die er noch hat, diesen Brandon. Ja, genau so ist es. Brandon wird also jetzt der neue Erbe der Capwell-Dynastie. Ein toller Plan, findest du nicht? Das würde er nicht tun, Mason. Er denkt doch auch an mich und Ted. Er liebt uns. Süße, kleine, naive Eden. Ja, sicher, er liebt dich, natürlich. Aber Daddy gibt dir niemals so eine Machtposition. Kannst du denn das nicht einsehen? Weil du eine Frau bist. Und eine Frau darf nicht so viel Erfolg haben. Eine Frau garantiert nicht den Fortbestand des mächtigen Namens. Tut mir leid, Eden, aber das ist doch ein Fakt, den du nicht vergessen darfst. Das ist nicht wahr, Mason. Ich bin ebenso ein Teil der Familie. Ich bin ein Teil dieser Dynastie, wie du sagst. Erfolge. Ich habe Erfolge und das hat nichts damit zu tun, dass ich eine Frau bin. Daddy mag altmodisch sein, aber wenn einer hart arbeitet, erkennt er das auch an. Und dann kriegen wir auch seine Loyalität und seinen Respekt. Ich meine, wenn wir es verdient haben. Hallo? Hallo Eden, hier ist Marcello. Können wir uns heute Mittag noch sehen? Wäre das wohl möglich? In Ordnung. Ein Problem? Keine Ahnung. Sicher. Gut. Na klar. Ich werde es ausrichten. Hallo, Prinzessin. Hallo, Daddy. Ist deine Mutter auch hier? Nein, sie ist schon früh aus dem Haus gegangen. Hm. Naja. Hat sie viel zu tun? Irgendwelche besonderen Anlässe? Oder Freunde, Besucher? Über ihren Zeitplan weiß ich leider nichts. Und wenn ich was wüsste, würde ich es nicht sagen. Natürlich nicht. Das verlange ich auch nicht. Dad, wie ich das hasse. Ich will, dass du und Mom euch wieder vertragt. Ich will wieder eine Familie. Das will ich auch. Dann hör endlich auf, diese Sophia zu treffen. Das habe ich schon. Mom glaubt es aber nicht. Na ja, dann müssen wir sie eben überzeugen, nicht wahr? Ich denke, das ist mehr dein Problem, nicht? Nein, Liebling. Es ist unser Problem. Denn wenn ich Augusta nicht zurückgewinne, dann bleibt nicht sehr viel von der Familie. Das verstehe ich nicht. Wenn da ein Feuer war, wie konnte er... Er ist gesprungen. Um sein Leben zu retten. Sie haben ihn aus dem Wasser gefischt. Was von ihm übrig war. Und kann man ihm Nachlässigkeit vorwerfen? Oh ja, kann man wohl sagen. Deshalb also die Anwälte. Aber Sie hatten viel Zeit. Wieso haben Sie sie nicht verklagt, Maggie? Oh, das ist eine komplizierte Geschichte. Maggie, wenn ich nur gewusst hätte. Ich will nicht Ihr Mitleid, okay? Davon habe ich mehr als genug. Und Sie wollen mir sagen, dass Sie glücklich sind? Es tut mir leid. Also... Am besten Sie gehen nach Hause. Besuchen Sie ihn und reden Sie mit ihm. Ja. Und ich sag ihm, dass ich ihn liebe. Er will das oft hören. Das stört Sie wohl nicht. Nein, ich versuche nur zu verstehen. Ja, sicher. Sie sind wie die anderen. Man fährt ja auch langsamer nach einem Unfall. Jetzt warten Sie mal. Sie haben mich doch zu ihm gebracht. Sie haben es doch gewollt. Weil Sie es nicht verstehen wollten. Jetzt verstehe ich Sie. Warren, er war ein wunderbarer Mann. Er war. Nein, er ist. Sie haben gesagt, war. Sie müssen sich den Tatsachen stellen. Er ist mein Ehemann, Warren. Ich liebe ihn. Er kann Sie nicht mehr lieben. Oh, ich wusste es. Hätte ich Ihnen nur nichts gesagt. Maggie, warten Sie. Ich verstehe. Wie lange wollen Sie sich noch vormachen, dass Sie ein normales Leben führen? Es ist normal für mich. Das meinen Sie doch nicht ernst.
Doch, das meine ich ernst. Wie könnte ich denn sonst weiterleben? Sie sind eine Frau, Maggie. Eine liebenswerte Frau aus Fleisch und Blut. Und Sie haben Bedürfnisse, wie alle anderen Menschen auch. Ich will nur, dass Sie sich das eingestehen. Und hassen Sie mich nicht, weil ich den Mut habe, das zu sagen. Ich will doch nur, dass Sie glücklich sind. Ich weiß. Und jetzt werden Sie mir etwas über das Glück erzählen. Nein, danke. Ich weiß sehr wohl, was das ist. Etwas, das nie anhält. Wieso, Maggie? Wieso haben Sie mir das nicht früher gesagt? Vielleicht war es ein Fehler. Warren, ich war froh, dass Sie sich um mich kümmerten. Und dass Sie da waren. Ich hatte einfach Angst, Sie zu verlieren. So schnell verlieren Sie mich nicht. Wissen Sie, ich finde es erschütternd, dass Sie geglaubt haben, dass ich Sie so schnell aufgeben würde. Wie konnten Sie das nur denken? Es tut mir leid, Warren. Es ist nur manchmal so schwer. Was, sich um ihn zu kümmern? Nein, das meine ich nicht. Mit anderen klarzukommen. Maggie, ich bin doch nicht irgendjemand. Sie wollen nichts von mir? Wenn das so wäre, hätte ich Sie schon viel früher gefragt. Ich denke, meine Frage lautet, was wollen Sie von mir? Viel nicht. Verständnis. Das ist alles. Es liegt an Ihnen, ob's geht. Ja, ich versuche es. Ich verspreche es. Sonst noch was? Ihre Freundschaft. Hier haben Sie doch schon, oder? Ich danke Ihnen, Warren. Ja? Ich bin auch bloß hier, weil dein Vater dieses Treffen will. Welches Treffen denn? Mit seinem Anwalt. Sehr viel mehr weiß ich auch nicht. Er ist im Krankenhaus. Bei Gina. Komm rein. Vielen Dank. Mason, hallo, welche nette Überraschung. Sophia, bevor du fragst, nein, ich habe sein Wohlgefallen immer noch nicht zurückgewonnen. Und doch bist du hier. Es geht sozusagen um meinen guten Freund Brandon. Oh, Foster. Ich nehme an, mein Vater hat sie hier bestellt. Ja, aber ich glaube, die Pläne sind ein wenig geändert worden und Cici wird an diesem Treffen leider nicht teilnehmen können. Schreckliche Tragödie, dieser Unfall. Ist das Treffen abgesagt? Das würde ich nicht sagen. Cici hat mich gebeten, mit Ihnen die Scheidung zu klären. Oh, ja, natürlich. Das wird ja nicht allzu schwierig sein. Genau. Ich muss Ihnen aber raten, einen Anwalt hinzuzuziehen, Mrs. Campbell, Contessa. Das sollten Sie sofort erledigen. Die Scheidung kann schon in ein paar Tagen vorbei sein, wenn alles planmäßig läuft. Wie meinen Sie das? Naja, wenn ich mich mit Mrs. Kepfer als Anwalt getroffen habe, fliegen beide nach Haiti. Und da wird es eine sogenannte schnelle Scheidung geben. Ah ja, berühmt sind diese Scheidungen ja. Wahrscheinlich hat er den ganzen Planeten zu diesem Zweck abgesucht. Sie wollten doch auch, Contessa, dass Sie beide diese Scheidung schnellstmöglich hinter sich bringen wollen. Ich verstehe Ihre Sorgen. Mr. Foster, Sie geben Sophia rechtliche Ratschläge, obwohl sie nicht Ihre Klientin ist. Ich als Anwalt würde ihr sagen, sie sollte sich die Sache nochmal überlegen. Der einzige Rat, den ich ihr gegeben habe, war doch völlig angebracht. Sie soll einen Anwalt hinzuziehen. Ich versuche es für beide Parteien so schmerzlos wie möglich zu machen. Sie haben meine Nummer, wenn Sie noch Fragen haben. Ansonsten läuft die Scheidung so wie geplant. Auf Wiedersehen. Das hätte ich wissen müssen. Du wusstest, dass Daddy das vorhat. So schnell. Dann wehr dich. Du solltest dich wehren. Ich weiß nicht, wie. Sie ist immer noch... ein Bluff. Du hast schließlich die besseren Karten.
Aber ich weiß wirklich nicht, wie Dieses berühmte haitianische Scheidungsverfahren ist auch damit verbunden, zu beweisen, dass die Scheidung einverständlich war. Dad wird mit seinem Anwalt nach Haiti gehen. Mason, komm zum Schluss. Ich habe eine Verabredung. Sein Anwalt und er treffen einen haitianischen Anwalt und der verfasst alle Papiere. Und wenn die in Ordnung sind, dann wird die Scheidung nicht länger als einen Tag dauern. Aber du hast doch gesagt, ich hätte alle Karten in der Hand. Das hast du auch. Weil unter diesen Papieren deine Vollmacht sein muss. Eine notarielle Beglaubigung, dass du die Scheidung nicht anfechten wirst. Fechte die Scheidung an. Dann ist das Einzige, was Daddy zurückbringt, ein Sonnenbrand. Mann, die Blumen im Wohnzimmer sind wunderschön. Unser Haus sieht aus wie eine Gärtnerei. Also wofür sind Sie nicht himmlisch? Ich gebe eine private Dinnerparty, ein privates, intimes Essen. Ach ja, wer kommt denn? Ein Gast, ein Mann, ein sehr attraktiver Mann, wie ich finde. Nicht Daddy? Liebling, ich gebe mir wirklich größte Mühe. Das beantwortet nicht meine Frage. Nein, nicht dein Vater. Verstehe. Oh nein, du wirst dich doch nicht auch von mir abwenden. Es reicht schon, dass Warren, mein eigener Sohn Lionel, mehr glaubt als mir. Daddy glaubt schon, dass du ein Verhältnis hast. Er hat mich ausgefragt. Wunderbar. Dann gebe ich ihm einen Grund. Das wird ihm gut tun. Das würdest du nicht tun. Mom, ist das dein Ernst? Und ob das mein Ernst ist? Im Übrigen ist dieser Gast sehr verführerisch, sehr intelligent, sehr attraktiv, sehr sexy und so weiter. Oh, hallo Eden, danke für dein Kommen. Was willst du von mir? Entschuldige mich. Ja? Hallo Doc, hier ist Cruz Castillo. Ich suche Eden und ich weiß, dass sie bei Ihnen ist, Marcello. Warten Sie. Cruz. Was ist denn so wichtig? Ich will dich sprechen. Ich habe bei dir zu Hause angerufen und Rosa hat mir gesagt, wo ich dich finde. Ich frage mich, was du da verloren hast. Wir wissen doch, dass er gefährlich ist. Und außerdem wollten wir essen gehen. Das habe ich auch keineswegs vergessen. Also bis nachher. Mach's gut. Entschuldige die Unterbrechung. Wo waren wir? Weißt du, ich finde, man sollte ihr helfen, sonst kommt sie womöglich nie aus dieser schlimmen Situation. Ist das eine theoretische Situation? Nein, ich habe jemanden kennengelernt, der wirklich großen Ärger hat. Und sie kann sich nur mal nicht dagegen wehren. Ach, ich habe schon gedacht, du redest über deine Mutter. Nein, nein, ich rede von Maggie Gillis. Diese Polizistin? Ja. Ja, sie ist in einer ausweglosen Situation und ich finde, das sollte sie nicht so einfach akzeptieren. Ausweglose Situation? Mhm. Ja, das ist meine Situation. Ja, aber ich glaube nicht, dass du aufgibst, oder? Überhaupt nicht. Das weißt du ebenso wie Augusta. Ich weiß nicht, ob ich mich einmischen darf, aber ich würde gerne helfen. Mir helfen? Nein, nein, ich meine Maggie. Ah, das hätte ich mir denken können. Irgendjemand muss ihr ja helfen, oder? Und wer hilft mir? Ach, Dad. Jeder weiß, dass du dir selber helfen kannst, oder? Ja, das wissen sie alle. Ausgenommen ich. Also wirst du dich wehren oder nicht? Du musst dich ganz allein entscheiden. Du willst also sagen, dass ich diese Scheidung wirklich aufhalten kann? Dass ich sie verhindern kann? Bist du dir da ganz sicher? Sophia, ich bin es gewohnt, Auswege zu finden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht mal Dad über diese Vorschriften Bescheid weiß. Gibt es so ein Gesetz, das er nicht umgehen kann? Das Landesgesetz von Haiti. Ich kann euren Vater nicht zwingen, verheiratet zu bleiben. Er ist sich über seine Gefühle noch nicht klar. Sophia, wenn du dich fragen solltest, ob er dich immer noch liebt, würde ich sagen, ja. Ich denke, er ist einfach nur zu stur, um das zuzugeben. Er hat gesagt, er liebt Gina und er wird sie heiraten. Und davon wird er nicht abweichen. Der Mächtige hat gesprochen. Vielleicht solltest du ihn zurückerobern. Nein, ich will Sissi nicht unter Druck setzen und... Und was ist mit Gina? Das würde ich mir nie verzeihen. Mach dir keine Sorgen um Gina. Du trägst nicht die Verantwortung für sie. Wir müssen alle für uns selbst sorgen, Sophia. Du könntest und solltest verhindern, dass du geschieden wirst. Das heißt, ich gebe Sissi meine Vollmacht nicht. Bitte stell dir vor, wie er reagiert. Ich sage dir etwas. Ich werde dein Rechtsbeistand. Kämpfe sind einfach, wenn sie erst mal ausgefochten sind. Du musst nicht mal dabei sein.
Oh, Mason, ich danke dir. Das ist wirklich sehr nett. Aber das würde deinen Vater doch nur verärgern. Das kann ich unmöglich tun. Ach, weißt du, ich verstehe deine Sorge wirklich gut und ich weiß, du bist ein wunderbarer Anwalt. Aber in dem Fall bist du nicht der Richtige für mich. Entschuldige mich. Cruz. Hallo, Mason. Kann ich Sie sprechen? Hallo. Hallo. Ja, wie wäre es, wenn Sie einen Augenblick im Büro warten würden? Ich bin gleich da. Sophia? Ja? Ich will, dass du darüber nachdenkst. Deine Entscheidung hat Einfluss auf das Leben verschiedener Leute. Und du verstehst schon, wenn ich sage, du solltest nicht nur an dich denken. Hm? Ich werde versuchen, an alle zu denken, Mason. Ja, tu das. Und währenddessen bleibst du besser aus Dads Reichweite. Also, Cruz, was gibt's? Nun, Mason, ich habe gehört, dass Sie der Anwalt von Ginger Jones sind. Ja, das ist wahr. Ich finde das sehr interessant. Wieso? Vor ein paar Tagen wollten Sie noch, dass wir Sie loswerden. Ach ja? Das war gestern, Cruz. Wir vergessen eben hin und wieder unseren Stolz. Ich habe nun mal das Bedürfnis nach Klienten und nach Geld. Ich muss mich doch erst mal wieder etablieren. Und das war der einzige Weg? Als Zuhälteranwalt? Seien Sie vorsichtig. Das ist eine Verleumdung. Und meine Klientin, Ginger Jones, hat das gleiche Recht auf Rechtsbeistand wie jeder andere Mensch auch. Das ist Gesetz. Ich bin froh, dass Sie gekommen sind. Ich wollte Ihnen auch noch eine Frage stellen. Und die wäre? Dieselbe Frage wie gestern Abend. Wieso haben Sie da gesessen, wo ich Sie überrascht habe? Ich sagte es Ihnen schon. Es war äußerst gemütlich. Cruz, das habe ich Ihnen nicht geglaubt und das glaube ich jetzt auch nicht. Ich denke, Sie rekonstruieren Channings Mord. Der Fall ist abgeschlossen. Peter hat gestanden, dass er ihn getötet hat. Also wieso suchen Sie ihn noch? Da ist kein besonderer Grund. Ich habe da bloß gesessen, Mason. Und mir vorgestellt, was Peter und Channing in dieser Nacht getan haben. Cruz, ich kenne Ihre Arbeit. Sie tun doch überhaupt nichts ohne Grund. Andere Menschen vielleicht, aber Sie nicht. Nein, nein. Sie haben dort gesessen und sich den Mörder und Channing vorgestellt. Offensichtlich sind Sie mit der jetzigen Theorie nicht zufrieden, hm? Anscheinend kennen Sie die Antworten. Dann brauche ich Ihnen doch keine zu geben. Sie kennen auch noch Peters Bankverbindungen, und zwar durch meine Hilfe. Was haben Sie da gesehen? Ich habe keine Ahnung, aber ein offenes Ohr für alle Theorien. Cruz, ich habe das Recht, es zu erfahren. Haben Sie nicht. Und Sie wollen ganz sicher keine Hilfe? Nachforschungen meinerseits? Ich bin ein sehr guter Schnüffler. Sie vergessen eins, Mason. Sie haben keinen Zugang mehr zum Staatsanwalt. Oh, ich habe noch andere Informationsquellen. Dann muss ich Sie wohl warnen. Halten Sie sich raus. Keine Chance. Also, lasse Ihnen gerne Ihr kleines Versteckspiel. Sie finden ja alleine raus. Ja, finde ich. Hier findest du eine eingehende Studie von Capwell Enterprises und Armanti Industries. Und das ist die Lösung. Die Pläne, wie wir die beiden Gesellschaften zu einer machen. Na gut, ich werde sie ansehen. Und zwar sehr sorgfältig. Ja, wieso setzt du dich nicht und liest sie dir hier doch? Oh nein, ich möchte sie gerne mitnehmen. Ich brauche einen Fachmann, um mich zu beraten. Wirklich eine sehr geschäftliche Einstellung, sehr lobenswert. Dadurch erfahre ich allerhand über Armanti Industries. Ich habe mich in dir nicht geirrt. Du wärst wirklich eine sehr gute Managerin, ha? Ja, behalt den Ordner und wenn du irgendwelche Fragen hast, dann ruf mich an. Unser Rendezvous ist noch nicht beendet, Marcello. Noch nicht? Ich habe noch ein paar Dinge zu besprechen. Meinetwegen brauchst du nicht zu zögern. Die erste Frage? Gut, frag mich, was du willst.
Wieso bist du vor 16 Jahren in Santa Barbara gewesen? Ja, Maggie, ich werde hier im Büro warten. Vielen Dank, Wiedersehen. Hey, Mom, was kann ich für dich tun? Ich habe Neuigkeiten für dich. Ah ja? Ja, und es würde sich gut auf der Titelseite machen, aber ich schätze, es kommt nur in den Lokalteil. Ah, ist es ein gesellschaftliches Ereignis? Ja, sicher, und ich will, dass es einen besonderen Platz bekommt. Du hast mal gesagt, dass die obere linke Ecke dafür hervorragend geeignet wäre. Ja, das ist gut möglich. Also, was ist es? Also, es geht um eine elegante Dinnerparty. Ganz egal, wie du es aufmachst. Hauptsache, du druckst es. Gut, sehen wir mal, was die Neuigkeit wert ist. Also, wer gab die Party? Nicht gab. Wer gibt sie? Bitte, wer gibt diese berühmte Party? Ich selbst. Mutter, ich kann das nur veröffentlichen, wenn du solche berühmten Leute eingeladen hast wie den Präsidenten und seine Frau. Das wäre absurd. Ich will keine Namen erwähnen, außer meinem eigenen, als Gastgeberin. Mutter, es tut mir leid, aber so einen Artikel schreibe ich nicht. Das tue ich nicht einmal für dich. Wieso nicht? Es ist deine eigene Zeitung. Du kannst drucken, was du willst. Tut mir leid. Boss, ein paar von Ginger Jones' Mädchen wurden verhaftet. Unweit vom Krankenhaus. Und ihr Anwalt ist Mason Capwell. Ginger Jones Rechtsanwalt. Wie interessant, typisch Mason. Zwei vom selben Schlag landen in der Gotze. Göttlich. Ich habe etwas gefragt. Wieso bist du vor 16 Jahren hier gewesen? Wie kommst du auf diese Idee? So nicht. Ich will keine Gegenfrage, ich will eine konkrete Antwort. Wieso hast du mir nicht erzählt, dass du vor 16 Jahren in Santa Barbara warst? Weil es schließlich nicht wichtig war. Ja, ich war hier. Ja, das gebe ich offen zu. Als Tourist. So einfach und unkompliziert ist das. Das glaube ich nicht. Das ist doch mehr als ein Zufall. Wovon redest du überhaupt? Welcher Zufall? Ich rede von der Zeit vor 16 Jahren. Als meine Mutter verschwunden war und daraufhin für tot gehalten wurde. Und du warst hier. Ja, ja. Wie schon gesagt, ein Zufall. Aus welchem Grund warst du hier? Ich will es endlich wissen. Die Capwell-Verbindung, Lockridge Schöner. Ein Tunnel der Lost. Sherlock Holmes hätte einen Fall daraus gemacht. Er weiß, wie viele merkwürdige Dinge hier vorgegangen sind. Eine Menge. Cruz? Bist du hier? Gut, dass du gerufen hast. Wieso? Hättest auf mich geschossen. Du wagst es, deinem Schicksal ins Gesicht zu lachen? Wie kommst du denn hierher? Ich habe dich im Büro gesucht. Da war ich auch. Und weil ich dich nicht getroffen habe, habe ich mir gedacht, du bist im Tunnel. Dann weißt du ja auch, wie unvorsichtig das von dir war. Du kommst hier runter und achtest gar nicht darauf, wie gefährlich das sein könnte. Wieso denn? Ich kann außer dir keinen sehen. Das hast du doch vorher nicht gewusst. Was willst du denn hier? Wonach suchst du? Ich suche einen Knopf. Ich habe ihn verloren, das letzte Mal, als wir hier waren. Was hast du bei Amantje gewollt? Ich dachte, wir wären uns einig, dass du diesen Kerl nicht mehr siehst. Wir hatten eine geschäftliche Unterhaltung, weißt du? Aha, geschäftlich also. Und was ist sonst noch passiert? Hat er dich hypnotisiert, Eden? Das geht dich nichts an. Ich wusste, dass du das sagst. Was soll denn die Frage? Halte mal. Nein, wieso? Ich brauche freie Hände. Halte wieso? Das! Wieso? Ich werde es selbst herausfinden, ob er dich schon wieder hypnotisiert hat. Das meine ich ganz ernst. Ich meine es auch ernst. Was ist? Beißen Sie? Es kommt drauf an, wonach man angelt. Falls du Informationen suchst, ich habe keine. Du kommst zum Falschen. Denn ich weiß überhaupt nichts über deine Mutter. Eigentlich bin ich hier, um dich zu informieren. Ich nehme an, du weißt nicht, was Mom vorhat. Sie nennt es eine elegante, intime Dinnerparty. Oh. Also weißt du noch nichts davon. Warren, ich sage doch, ich besitze nur wenig Informationen. Schon gar nicht über deine Mutter.
Dann hast du auch sicher keine Einladung. Keine Einladung zum Dinner. Aber vielleicht eine zum Krieg. Und die werde ich annehmen. Ich verstehe euch einfach nicht. Wenn man diese Energien, die ihr beide in diesem Kleinkrieg verbraucht, so zusammenrechnen würde, dann würde dieses Land von alleine laufen und wäre unabhängig vom OPEC-Öl. Oder Capwell-Öl. Ja, das auch. Dad, ich habe einen Freund, der mich besuchen will. Hoffentlich stört dich das nicht. Nein, ihr habt die Bude ganz für euch allein. Ich habe nachher noch was vor. Ah ja? Was denn? Ich gehe noch zu einer Party. Party? Dad, das kannst du doch nicht machen. Du hast nicht mal eine Einladung. Was du nicht sagst. Sicher nur ein kleines Versehen von Augusta, meinst du nicht? Ich denke, das war ein absichtliches Versehen. Ja? Na ja, seit wann brauche ich eine schriftliche Einladung in mein eigenes Haus? Oder glaubst du, dass ich eine brauche wollen, hä? In diesem Fall würde ich sagen, ja. Aha. Naja, macht nichts. Ich habe mich noch niemals von so etwas aufhalten lassen. Hast du gesagt, es wäre intim? Ja, ich habe. Aha, hast du. Weißt du was? Da weiß ich gar nicht, was ich anziehen soll. Dad, na dann viel Spaß.